Ich habe den Schlag komplett verpennt! Zieh, Pinsel! Moin, Leute! Einer meiner größten Träume war es immer, bei Olympia dabei zu sein. Überraschenderweise ist aber weder Essen noch Schlafen eine olympische Disziplin. Deshalb ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich jemals dabei sein werde. Aber kein Problem, Alter! Wir haben hier ja irgendeine Olympia-App und direkt möchte ich sagen, ist kein Product Placement. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung bringen und deshalb dachte ich mir, ach komm, zocken wir doch einfach mal sowas. Es ist momentan sowieso Olympia. Müssen wir mal gucken. Female? Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube eher männlich. Okay, jetzt noch die Nationalität auswählen. Deutschland. Wir fangen mit meiner Königsdisziplin an, dem 100 Meter Sprint. Und da sieht man vielleicht auch schon, dass ich da vielleicht die ein oder andere Goldmedaille geholt habe. Oh, das Stadion ist am Beben. Okay, Kampfposition. Und wir müssen jetzt abwechselnd immer hier. Oh Gott, ich habe den Schlag komplett verpennt. Zieh, Pinsel. Boah. Fotofinish. Sind wir Erster oder Zweiter geworden? Nein! Zweiter! Ich glaube, es ist Jamaica, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Beste, wenn es um Flaggen geht. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr euch richtig mit den ganzen Länderflaggen auskennt. Wir haben den Start einfach verpennt. Das müssen wir nochmal machen. Wir müssen mit Gold nach Hause gehen. Okay. Sieht komisch aus. Oh, komm schon! Ja, das sieht gut aus! Zieh! Und haben wir es geschafft? Dritter Platz? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit Deutschland los? Was ist mit meinem Olympiatraum? Ich muss mich mehr konzentrieren. Boah, wie schnell sind die denn? Nicht nachlassen, bitte! Haben wir's? Jawoll! Da ist das Ding, meine Damen und Herren. Boah, jetzt bin ich aber auch fertig. Ah, da werden die Fotos von uns gemacht. Danke, danke. Vielen Dank. Ich möchte gerne meinen Eltern danken, dass sie mich auf diese Welt gebracht haben. Ich hätte das niemals geschafft ohne meinen Trainer Willi. Willi, der Sieg ist für dich. Oh, Jamaica ist jetzt ganz traurig. Bin ich aber auch fertig. Was ist das für ein Hubschrauber? Habt ihr das gehört? Ich glaube, es war entweder ein Hubschrauber oder ein Flugzeug. Nächste Disziplin, Gewicht heben. Zack. Okay, am Anfang können wir jetzt gleich auswählen, wie viel Kilo wir stemmen wollen. Und wir sind natürlich eine Maschine. Wir sind geboren. Ja, okay, machen wir 150 Kilo. 150, erstmal 150 Kilo zum Warmmachen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Kilo oder Pfund sind. Ist aber auch egal. Wir müssen gleich wieder double tappen, dann das Ding. Zack, hochheben und dann halten für 3 Sekunden. Okay. Komm, hoch das Ding. Zack. Und jetzt noch die Balance halten. Wir haben es geschafft. Aber Uruguay und Brasilien sind noch vor uns. Das bedeutet, wir verdoppeln. 290 Kilo, komm. Wir bleiben bei 290. Wir wollen es nicht übertreiben. Es muss so blöd aussehen, wie ich hier stehe. Komm schon. Hoch das Ding! Und jetzt halten! 3 Sekunden! 3 Sekunden! Jawoll! Da sind die 290 Kilo! 175 der zweite! Sauber! Okay, jetzt alles oder nichts. Nicht, dass die nachlegen. Wir wollen die 400 Kilo. Ist das überhaupt möglich? 400 Kilo? Oder sind das tatsächlich Pfund? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das nun Pfund oder Kilo sind. Ist aber auch Tomate. 400, das ist eine geile Zahl. Okay. Und go, 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 go! Oh Gott, wir kriegen ihn nicht hoch! Wir haben das Gewicht nicht hochbekommen. Goldmedaille! Junge! 115 Kilo mehr! Ach Mensch, Uruguay, Brasilien. Keine Chance. Keine Chance gegen Pidizzle. Zweite Goldmedaille des heutigen Tages. So kann es eigentlich weitergehen. Jetzt sehen wir meinen Angstgegner. Speerweitwurf. Da habe ich noch nichts gerissen. Wirklich noch nichts. Vielleicht muss ich muss mich ein bisschen stretchen oder so. Eins und zwei. Ich muss einfach einen Schluck trinken. Ah, ist das lecker. So, okay. Jetzt bin ich ready to slurp. Was müssen wir denn machen? Wieder tappen und dann? Und dann drücken. Okay. So. Und jetzt, ich drück einfach schon mal. Er wirft ihn. 20 Meter. 40.
What? Die sind ja doppelt so weit. Oh Gott, Deutschland. Oh, ich glaube, ich werf den auf den Mond. Das ist der Sergio Ramos. Oh Gott. Ich muss nicht so lange da drauf drücken. Da wird nichts. Warte. Okay, komm schon. Oh nein! Nein! Ich hab's komplett verkackt. Ich hab Deutschland Schande gebracht. Das müssen wir normal machen, Leute. Die haben von uns keine Fotos gemacht. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und drücken. Oh, der war... Ja, der war gar nicht so gut. Wieder 40 Meter. 47 dieses Mal. Oh! Er läuft einfach durch. Bro. Okay, komm schon. Der geht weit. Der geht weit. 100 Meter. Der kommt doch gar nicht mehr runter. Jawohl. Sauber. Da haben wir es gemacht, Leute. Das kann ja nicht wahr sein. Ach Mensch. Tschechien ist ja richtig traurig. Weil die haben irgendwie keinen Platz gemacht. Aber 133 Meter. Da haben wir die anderen ja komplett zerstört. Was will der Willi denn da? Ist es mein Trainer? Nee, sorry Coach. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich will keine Anabolika von dir kaufen. Ich brauche keine Steroide. Ich habe meinem Land genügend traumhafte Siege beschert. 3 Goldmedaillen. 50 Meter Schwimmen, 110 Meter Hürden und Weitsprung gibt es noch. Aber Leute, ich bin komplett fertig. Ich habe aber auch meinen Soll erfüllt. Ich habe 3 Goldmedaillen nach Deutschland gebracht. Zurück in die Heimat. Wenn ihr Bock habt auf diese anderen Sportarten, dann lasst super gerne einen kleinen Like da, ebenso wenn es euch gefallen hat. Leute, das war's mit diesem kleinen Video. Hier sind jetzt noch ein paar andere Videos verlinkt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt sie einfach an, zieht sie euch rein. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Ich habe eben noch gegen mein Mikrofon gehauen. Es tut mir leid, Mikrofon, aber ey, ganz ehrlich, ich habe 3 Goldmedaillen geholt. Ich bin richtig stolz auf mich. Sogar im Gewichtheben. Krass. Leute, haut rein